Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft für WoWszene.de auf WoWszene-Channel auf YouTube. Ich habe zwei Freunde dabei, einmal den Dime Drone, einmal den Bossel aus der Gilde Bolversand auf dem Server Antoni Dust. Der eine will nicht, dass sein Spitzname im Internet bekannt wird, also schreibt mal bitte alle Yay Bossel unter dieses Video, dann bin ich euch sehr verbunden und werde jedem einzelnen einen Daumen hoch geben, danke. Sagt mal was. Morgen. Leck mich. Er hat was gesagt, ihr hört wie ein Hündchen. Ich habe zwei Wochen lang nichts hochgeladen, beziehungsweise hatte was hochgeladen, aber Mini-Muli hatte versäumt es hochzuladen, beziehungsweise auszustellen. Leute, und ihr beide, ich bin jetzt den ganzen Weg von da oben bis zu dem Schiff, ihr seht nicht, was ich spiele. Also von da oben wollte ich gerade sagen. Von da oben geschwommen. Bin jetzt auf diesem dämlichen Schiff und merke, dass ich hier kein Quest habe. Hört sich nach 1000 Nadel an. Ja, genau. Wieso? Achso, ist das Sound wieder an. Hört sich eher noch dran, dass wir eben noch davon gesprochen haben. Ja, ich wollte dann. Was wollte ich machen? Eine CD mampfen? Oder Kapitän köpfen? Wo könnten die Quests sein? Ich hab 60. Schließ 60 Quests in 1000 Nadeln ab. Hat damit nur der Hügel der Klingauer genannt, der meint es? Ach, hast du mit dem Krieger auch da gemacht? Was gemacht? Hier. 1000 Nadeln? Ich will's, aber ich weiß nicht, wo die Quests anfangen. Ich bin auf dem großen Schiff, aber ich hab's. Als Allianz? Ich hab keine Ahnung. Ich bin mir sicher, dass man auch als Allianz so Quests. Ich hab's nur als Hotel gequestet. Nö, ich hab auf dem Schiff nur das Quest bekommen, nach Tanaris zu gehen. Ich meine, ist ja ganz schön hier, aber. Ich bin völlig überfragt. Hinten irgendwo, aber hier ist auch nirgends ein Flugpunkt für die Allianz. Ach, ich geh nach Tanaris, ihr könnt doch meine Shorts essen, Mann. Ich glaube sogar wirklich, dass man da nicht questen kann als Allianz, ne? Ich kann ja den Erfolg holen, schließt 60 Quests in 1000 Nadeln ab. Ja, ach nicht, du Gnom. Anstatt dass du jemanden fragst, der vielleicht schon alles hat, ne? Genau, ich soll eine Google-Frage in den Gilden-Chat schreiben. Nein, aber wie wär's, wenn du Marlon fragen würdest? Marlon, ich hab dich gerade mal in die Aufnahme gezogen. Ja, ich wollte gerade was erklären, okay. Kannst du gleich. In den 1000 Nadeln, du bist, hast doch die Meister der Lehren gemacht. Wo fange ich als Allianzler da die Quests an? Auf dem Schiff. Gar nicht auf dem Schiff, ich hab da nur ein Quest gehabt. Echt? Auf dem großen Schiff? Hast du denn das Level dafür schon erreicht? Ja, ja. 40 bis 45, ich hab jetzt 43. Es gibt auf jeden Fall noch Quests beim großen Aufzug. War ich auch, aber da gab's auch nix. Hey, so, jetzt wurde ich gerade beschimpft, weil dann ich mal. Geh mal zum Steilhang. Steilhang. Ach scheiße, bevor ich jetzt hier wirklich ewig rumschwimme. Aber ich gehe jetzt einfach nach Tanaris. Danke für diesen Fehlanfang. Ich schieb dich mal wieder hoch. Ja. So. Was für ein Noob, ey. Warum ziehst du einfach Leute runter? Weil ich es kann. Ja, ich kann's auch. Habe ich schon erwähnt, dass die Gilde Bolversand ein eigenes TS hat? Oh mein Gott. Ja, also ich muss ja ein bisschen Werbung machen. Ich wollte eigentlich schon eine riesen Werbeaktion noch machen, aber dafür bin ich noch nicht lange genug auf WoWszene.de. Das kann ich irgendwo machen, wenn ich so 100 Folgen oben habe. Dann mache ich so eine Folge lang nur Werbung für Bolversand so durchgehen und sagen, ja gut, ich habe ja jetzt 100 Folgen, dann durfte ich auch einmal was für mich machen. Ich habe mir Folgendes überlegt in meinem Urlaub. Ich habe natürlich in meinem Urlaub überhaupt kein WoW gespielt. Sorti. Und zwar werde ich demnächst ankündigen, unabhängig von dem, was WoWszene.de selbst plant, dass ich über den, das wollte ich euch nie zeigen, die O-Option, also die Freundesliste, mit euch raiden gehe. Und zwar, ja, alles, jetzt geht's los. Was? Willst du Drachenseele 10er gehen oder was mit den Leuten? Nein, kann ich ja nicht. Drachenseele 10er kannst du noch nicht raiden. Ach ja, genau, FL geht ja noch, ne? FL geht, also wir können Feuerlande gehen, wir könnten Uldua gehen oder Naxxramas mal durchrushen. Einfach so, just for fun mit euren Charakteren, mit meinen Charakteren. Dafür muss euch natürlich klar sein, dass ihr mir dafür eure E-Mail-Adressen zuschicken müsst, weil ich muss euch ja einladen können. Ihr kriegt ja auch im Austausch dafür meine E-Mail-Adressen. Aber das kommt noch. Ich habe dafür noch nichts Genaues geplant. Ihr könnt ja mal unter die Kommentare schreiben, welchen Raid ihr gerne als erstes mit mir gehen wollen würdet. Wenn ihr einen Raid mit mir gehen wollen würdet. Wenn ihr einen Raid mit mir gehen wollen würdet, sagt mir welchen. Kann ich auch mit? Ja, klar. Nö, will ich aber nicht. Arsch. Ich nehme da so 3-4 Gildis mit, außer diesen Arsch. Ich würde sowieso wieder als erstes fragen, weil du einen Heiler brauchst. Erstens das und zweitens gehe ich mit dir verdammt gerne Raids. Und
Und weil 3-4 Gildis werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also 5 Leute werden dann Gildis sein. Einfach nur, damit ich weiß, die Tank- und Heilerklassen sind schon mal vergeben und da könnt ihr dann in Ruhe irgendwelchen Gammel-Damage machen. Oh ja, lass mal Riolith machen. So ohne TS, ohne alles. Nein, mit, einfach ja, mit nur TS. Schreien. Das ist dann natürlich mit TS. Ja, schade, aber ich finde es aber komisch. Ohne. Gib mal aufs linke Bein. Gib mal aufs rechte Bein. Rätet sich. Würde ich auch gerne mitgehen. Also da habe ich noch eine Rechnung offen mit Ragnaros. Oh ja, Ragnaros wird auch geil. Geht auf das richtige Ad. Das ist das falsche Ad. Nein, auf das andere Ad. Wie viele Ads erscheinen nicht im 25er? Das würde mich jetzt eigentlich ganz spontan mal interessieren. Zu viele. Für unsere Gilde. Ich habe eben echt gedacht, der will mich verarschen und mich jetzt hier zurück aufs Schiff schicken. Ich bin jetzt gerade in Tanaris angekommen. Ich wollte echt gerade durchdrehen. Tanaris habe ich noch ein bisschen in Katar noch gar nicht gequestet. Ich habe da Anfang ein, zwei Level. Maximal. Aber... Ich weiß nicht, das sind Piraten, habe ich mitgekriegt. Ich glaube, das sind. Was sind das für? Das sind die Schwarzsegel, Kabi-Dingens da, die Schwarzsegel auf jeden Fall. Ja, ich meine jetzt nicht die normalen, ich meine die ganz großen. Oft. Die alles angreifen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich war zu lange nicht hier. Jetzt gehen wir erstmal Glashaus-Basilisken mit einem Boot töten, Dampfdruckvorräte zurückholen und Gezeitenschreiter töten. Das kann ich. Daimjo, welchen Raid würdest du denn gerne mit mir gehen? Also, wenn du so fragst, Du würdest Freilande. Also, und Bossel, welchen würdest du gehen wollen? BDZ. BDZ? Das wäre natürlich auch eine Idee. Die ganzen... man könnte ja auch an einem Abend irgendwie versuchen durchzurushen hier. BDZ, PSA und TD4W. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ihr kommt nicht mit. Ja, aber das... sowieso nur, weil mich das letzte Mal so genervt hat, dass wir mittendrin gegangen sind, weil die Zeit nicht erreicht hat. Ich war so motiviert. Ja gut, aber Ragnaros hätten wir nicht gelegt. Wir waren mit einer Random-Gruppe 25er in Feuerlande und ist klar, dass man dann Ragnaros natürlich nicht liegt, nicht mit einer Random-Gruppe. Moment, ich muss mal gerade was sagen. Das haben die Leute vermisst. Sofort los. Scheiß Wasser. Ja. Charge! Halt Klappe! Zu spät. Los, Kanone, töte ihn! Ich wollte eigentlich sagen, jetzt stelle ihn ein Beinchen, aber... Ich muss mal vorstellen, so ein Charge. Hurra! Au, ist auf mich draufgefallen. Was habe ich sonst überlegt? Was könnte man sonst... Was zum Geier? Achso, ja klar, ich beschwöre gar keine Kanone, ich beschwöre diesen komischen Diener. Schuft der Südmeer-Freibeuter, so heißen die Typen. Aber das sind doch hier aus Nordend, die Kameraden. Südmeer-Freibeuter? Ja, aber die hat man im Nordend nicht das erste Mal getroffen. Das ist ganz wichtig, also nicht zum ersten Mal. Hm. Mann, die sind daraus bekannt, sagen wir es so. Ja, was ist bekannt? Ich finde die da schon. Also die Questreihe dort finde ich ziemlich cool und die geht nämlich auch ziemlich schnell. Ach, du meinst mit den verkümmerten Kindern? Das lehnt daran an, ja, aber es geht eher mir um die... da stehen noch die Toten Virkul wieder auf. Ja, und du musst die dann nochmal töten. Ja, du musst 4 Schätze zurückbringen. Die Piraten, oder zwei, drei der Piraten helfen dir dabei. Ich fand damals interessant, dass man, als der Lich King dann aufgetaucht ist in diesem Dorf auch noch. Ja. Und ich hab sich auch 5-6 Mal verreckt an denen, weil ich nicht wusste, dass ich einfach nur nach rechts ausfliegen muss. Ja, das mit Arthas, das kenne ich auch. Hey, da steht Arthas! Vor allem, weil Küren sieht, wie ich Druck ausübe, sagt er. Interessanter Druck ablassen, ehrlich. Hat auf andere Art und Weise. Oh nein. 00x-17-TN-Notzeigesignalgeber. Ich hasse diese Quests. Dieses Küken? Ja, das Robohuhn. Das war früher so schwer. Früher, als es noch Gruppenquests gab, war das schwer. Das gab's, wo gab's das alles? Tanaris? Hinterland gab's? Im Hinterland in... Wie heißt dieses grüne Gebiet? Feralas gab's das auch? Ja. Das war's, das waren die drei. Wenn du das gemacht hast, hast du als Belohnung einen Robohuhn bekommen. Ist das halt auch noch? Sicher, ich glaube nicht, dass sie es rausgepatcht haben. Finde ich schade eigentlich, weil wenn du die drei erledigt und begleitet hast, zack, Robohuhn. Ich fand's geil, wie das nicht abgegangen ist. Ich fand das eigentlich viel beschissener. Also in zwei Gebieten ging es, aber hier in Tanaris sind so viele Ads gespawnt, das hast du alleine kaum geschafft. Zumindest nicht, wenn du es auf dem richtigen Level gemacht hast. Tanaris war wirklich manchmal mies, wenn du die Ads wirklich kacke kamst.
Habe ich schon erwähnt, dass ich mit Bossel hier ein WoW Horden Let's Play auf meinem eigenen Kanal mache? Ja, ich meine mit Bossel. Nee, Bossel. Bossel. Du weißt ganz genau, dass mich nur so meine Freundin nennen sollen. Na gut, dann werde ich dich weiter Bossel nennen, um diese Tatsache zu einer Farce zu machen. Aber ich glaube, wir müssen einen Schnitt machen. Wollt ihr noch schnell irgendwas für WoW-Szene.de sagen? Nichts Nettes über dich. Ich hasse euch auch.